Ich halte an, dass ich ungefähr eine knappe Stunde spreche, so dass wir hoffentlich ihr danach auch noch irgendwie Zeit und Lust für eine Diskussion habt und ich auch noch etwas Kondition dafür habe. So. Und dann können wir einfach schauen, wenn dann einzelne sich auch noch bestimmte Fragen auftun, dass wir dann im kleineren Kreis auch noch hier gegebenenfalls später weiter diskutieren. Ja. In dem Ankündigungstext zur Veranstaltung hier wurde ja schon ein bisschen angedeutet, dass die Autoritarismusarbeiten der kritischen Theorie, die ja in den 1930er und 1940er Jahren entstanden sind, dass die im Laufe des Jahres 2012 in einer breiteren Öffentlichkeit eine Art Revival erfahren haben, also von einer breiteren Öffentlichkeit wiederentdeckt wurden. Es erschien 2012 unter anderem im New Yorker, im Guardian oder hierzulande in der Zeit eben journalistische Beiträge, die sich auf die Autoritarismusarbeiten der kritischen Theorie beziehen, und der Kontext war da, gerade im englischsprachigen Raum natürlich, der Erfolg Trumps, erstmal als Kandidat der Republikanischen Partei und schließlich eben, dass er tatsächlich Präsident wurde. Dieser Erfolg, der für viele BeobachterInnen erstmal unerwartet kam und wo in der kritischen Theorie dann aber eben auch Erklärungen dafür gefunden wurden, dass es vielleicht doch gar nicht so überraschend ist. Und hierzulande waren das natürlich die Wahlerfolge der AfD, die auch diesen Bezug auf die ältere kritische Theorie und deren Arbeiten zum Autoritarismus nahegelegt haben. Auffällig ist an diesen feministischen Bezugnahmen, wenn man die sich aus einer feministischen Perspektive anschaut, vor allem auch, was darin nicht Thema ist. Was nicht angesprochen wird, sind Phänomene, die aus einer feministischen Perspektive als ein genuiner Bestandteil gegenwärtigen Rechtsextremismus zu verstehen sind. Ich denke da etwa an die Mobilisierung gegen die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare. Die hat ja gerade in Frankreich sehr viele Leute auf die Straße gebracht. Oder wenn man an Baden-Württemberg denkt, das war ein bisschen vor 2016, die Bildungspläne, der Bildungsplan, der geschlechtliche und sexuelle Vielfalt als Bildungsziel eben verankern sollte. Das heißt, auf eine sexuelle Bildung hinwirken, die nicht mehr oder weniger explizit ausdrücklich heteronormative, eindeutige Geschlechtsidentitäten als Ziel sexueller Bildung setzt, sondern eben ja, Sexualpädagogik der Vielfalt als Stichwort, die Agitation dagegen oder wenn man in die AfD-Parteiprogramme schaut, findet man da ja eine ausdrückliche Ablehnung von Gender Mainstreaming, Gleichstellungspolitik im breiteren Sinne, aber auch die Diffamierung von Geschlechterforschung als einer Ideologie, als ein unwissenschaftliches Unterfangen, was einhergeht mit der Forderung der Geschlechterforschung, die öffentlichen Gelder zu streichen, sie von den Hochschulen zu verbannen. Also all diese Aspekte, die aus einer feministischen Perspektive ganz klar Teil des gegenwärtigen Rechtsextremismus sind und als solcher verstanden werden müssen, die haben in diesen journalistischen Bezugnahmen auf die kritische Theorie aber keine Erwähnung gefunden. Und das ist jetzt wiederum keineswegs ein Spezifikum des quasi journalistischen Genres, also dass nur die Journalistinnen diesen Bezug nicht herstellen, sondern wenn man sich die wissenschaftliche Rezeption der Autoritarismusarbeiten der kritischen Theorie ansieht, dann wird man feststellen, dass auch dort die Frage, was denn Geschlecht, Familie und Sexualität aus Sicht der kritischen Theorie mit dem, was sie autoritären Charakter genannt hat, was diese Aspekte damit zu tun haben, spielen eben auch in der wissenschaftlichen Rezeption der kritischen Theorie eine untergeordnete Rolle. Ich bin, das hat Moritz gerade schon angedeutet, in meiner Doktorarbeit eben dem genauer nachgegangen. Also es ist ein Kapitel, eins von drei Kapiteln aus dem Hauptteil meiner Arbeit,
beschäftigt sich eben mit den Autoritarismusarbeiten der kritischen Theorie und inwiefern Geschlecht, Sexualität und Familie dabei eine Rolle gespielt haben. Darauf möchte ich im ersten Teil meines Vortrags nochmal eingehen und im zweiten Teil meines Vortrags werde ich dann nochmal, es ist eher ein Versuch eines Nachdenkens an der kritischen Theorie orientiert, mit Blick eben auf diese gerade genannten Phänomene, aktuellen Erscheinungsformen des Rechtspopulismus, was sich da mit der kritischen Theorie noch anfangen lässt, aber eben auch nachdenken, weil diese Arbeiten sind ja jetzt schon irgendwie mehr als ein halbes Jahrhundert alt und die Gesellschaft hat sich verändert, also insofern können die natürlich auch nicht eins zu eins uns die Gegenwart erklären. So, das also sind grob die beiden Teile meines Vortrags. Ich gehe aber davon aus, dass hier im Raum wahrscheinlich auch Leute sind, die sich noch nicht so sehr mit der kritischen Theorie beschäftigt haben. Muss man ja auch nicht, wir haben alle irgendwie unterschiedliche Zugänge zu Theorie und für diese Menschen möchte ich nochmal ein bisschen vorher anfangen, nämlich ein paar Worte dazu sagen, wer denn überhaupt die kritische Theorie war, von der ich im Weiteren ja ganz viel noch sprechen werde. Also wenn ich von der kritischen Theorie spreche, der Kürze halber, dann meine ich damit immer die sogenannte erste Generation oder ältere kritische Theorie, die auch unter dem Namen Frankfurter Schule bekannt ist. Wen ich nicht meine, sind TheoretikerInnen wie Jürgen Habermas oder Axel Honneth oder als eine feministische Vertreterin einer jüngeren kritischen Theorie Regina Becker-Schmidt, als diese TheoretikerInnen die späteren Generationen der kritischen Theorie zugeordnet werden. Um die geht es im Folgenden nicht, sondern es geht um den Kreis, der sich zu Ende der 20er, Anfang der 1930er Jahre am Institut für Sozialforschung in Frankfurt zusammenfindet. Dessen Leitung hat kurz zuvor Max Horkheimer übernommen. Und das ist eben damals eine Gruppe kritischer Intellektueller, letztlich alle an Marx, dem Marxismus orientierte Gruppe kritischer Intellektueller, größtenteils mit jüdischem Hintergrund gewesen, die am Institut für Sozialforschung zusammenkam und die, das ist auch noch wichtig, unterschiedliche disziplinäre Hintergründe mitgebracht haben. Also wichtige Personen wie Max Horkheimer und Herbert Marcuse waren so von ihrer disziplinären Ausrichtung schon recht klar Philosophen. Jemand wie Adorno hat sich aber auch sehr viel mit Musik auseinandergesetzt, Leon Löwenthal, ein weiteres Mitglied dieser Gruppe, wenn man sie mal als Gruppe bezeichnen will, hat sich viel mit Literatur auseinandergesetzt, Erich Fromm, der in den 30er Jahren auch eine wichtige Rolle gespielt hat, war praktizierender Psychoanalytiker und eben in diesem Theoriezusammenhang dafür zuständig, Erkenntnisse der Psychoanalyse zu einer psychoanalytischen Sozialpsychologie weiterzuentwickeln oder dafür fruchtbar zu machen. Für alle diese Denker, und es waren größtenteils Männer, die da zusammengekommen sind, deswegen bleibe ich jetzt da im Folgenden auch im generischen Maskulinum, wenn ich von der kritischen Theorie spreche. Für alle hat Marx und der Marxismus eben eine wichtige Rolle gespielt in ihrem Denken und um eben die bürgerliche Gesellschaft zu verstehen. Und gleichzeitig zeichnet sich die kritische Theorie dadurch aus, dass sie eigentlich schon von Beginn an auch ökonomistische Engführungen eines marxischen Denkens problematisiert hat. Das heißt, während es in verschiedenen Varianten des Marxismus ja Tendenzen gibt, eben die Klassenverhältnisse als den zentralen gesellschaftlichen Widerspruch zu verstehen, ökonomische Entwicklungen für letztlich die Ausschlaggebenden für gesellschaftliche Entwicklung im breiteren Sinne zu halten, solche Tendenzen hat die kritische Theorie problematisiert. Das kann man schon ganz gut sehen in der Antrittsvorlesung von Max Horkheimer als Leiter des Instituts für Sozialforschung, in dem er eben davon spricht, dass
für die künftige Arbeit des Instituts die Frage nach dem Zusammenhang von Ökonomie, Kultur und Psyche im Zentrum stehen soll. Also kritische Gesellschaftstheorie schließt aus Sicht der kritischen Theorie die marxische Kritik der politischen Ökonomie mit ein, so könnte man sagen. Sie erschöpft sich aber nicht darin. Kritische Gesellschaftstheorie nimmt eben diesen Zusammenhang von Produktionsweise, Kultur und Subjektivität in den Blick. Für die kritische Theorie sehr wichtig waren dann eben auch nochmal die sehr bitteren zeithistorischen Erfahrungen, die sie machen musste. Ihren Hintergrund bilden zum einen die Erfahrung, dass die revolutionären Wellen, die ja zum Ende des Ersten Weltkriegs geführt haben, letztlich diese revolutionären Aufstände, abgesehen von der Sowjetunion, sich nicht durchgesetzt haben. In Deutschland wurde mit Unterstützung der Mehrheitssozialdemokratie eben dafür gesorgt, dass es nicht zu einer sozialistischen Entwicklung kommt, sondern letztlich nur zu einer bürgerlichen Republik. Das ist der eine Hintergrund, also die gescheiterte Revolution in einem größeren globalen Maßstab. Und der andere Hintergrund ist natürlich ganz aktuell, als sich dieser Theoretikerkreis zusammenfindet, die Weltwirtschaftskrise von 1929, deren Auswirkungen immer noch zu spüren sind, die zu einer massiven Verelendung eben geführt haben und damit aber auch gewisse Hoffnungen, die es im Marxismus gibt, gab, die sich auch teilweise bei Marx finden, wenn man zum Beispiel in das Manifest der Kommunistischen Partei reinschaut, also so die Vorstellung, dass die kapitalistische Produktionsweise sich letztlich ihr eigenes Grab schaufelt, dass sie zwangsläufig zu einer Zuspitzung von Widersprüchen führen muss, die dann dazu führen, dass das Proletariat gezwungen ist, zum Totengräber des Kapitalismus zu werden und dann die klassenlose Gesellschaft herbeiführen muss. Also solche geschichtsdeterministischen und optimistischen Hoffnungen, die sich im Marxismus finden, haben sich ganz offensichtlich nicht bewahrheitet, sind so nicht eingetroffen und auch das führt eben für die kritische Theorie dazu, bestimmte Aspekte des marxistischen Denkens zu hinterfragen und das führt dann hin zu den Autoritarismusstudien. Es führt auch dazu, dass sie sich eben die Frage stellen, ja, wie lässt sich das denn verstehen, dass die Entwicklung so ganz anders verläuft tatsächlich, als man sich das aus marxistischer, aus marxischer Perspektive im 19. Jahrhundert vorgestellt hat. Und ihre These ist, dass dazu eben notwendig ist, über politisch-ökonomische Analysen hinauszugehen. Die sind weiterhin wichtig, aber nur allein darauf zu schauen, das kann uns die gesellschaftliche Entwicklung nicht verstehen lassen. Es ist vielmehr wichtig, eben politisch-ökonomische Analysen mit einer Betrachtung von Kultur und von Ideologie zu verbinden und gleichzeitig die Konstitution von Subjektivität in den Blick zu nehmen. Und diese Verbindung eben von politisch-ökonomischer Analyse, kulturell-ideologischer und sozialpsychologischer Betrachtungsweise, die zeichnet eben auch die Autoritarismusarbeiten der kritischen Theorie aus. Ich möchte jetzt ein bisschen genauer auf die ersten Arbeiten der kritischen Theorie zum Autoritarismus eingehen und das sind die 1936 erschienenen Studien über Autorität und Familie. Wenn man sich die Sekundärliteratur zu den Studien über Autorität und Familie anschaut, dann findet man darin eine Erzählung, die die Studien über Autorität und Familie im Wesentlichen als den Beginn der Beschäftigung mit Autorität darstellen. Das heißt, die Familie, die ja im Titel dieses Sammelbandes genauso präsent ist wie die Autorität, fällt in der Darstellung größtenteils unter den Tisch.
Und letztlich werden die Studien über Autorität und Familie eben als eine Art Vorarbeit für die spätere, reifere Autoritarismus-Studie, nämlich die Studie zur autoritären Persönlichkeit, die dann 1950 erscheint, dargestellt. Die Erzählung da im Hintergrund ist die, dass Sozialforschung eben um Anfang der 1930er Jahre im deutschsprachigen Raum noch nicht so verbreitet war wie im englischsprachigen Raum und im Rahmen der Studien auch über Autorität und Familie wurde eben durchaus empirisch geforscht. Und die Sekundärliteratur erzählt das dann aber so als, naja, die Studien über Autorität und Familie waren vor allem wichtig, um überhaupt mal so ein bisschen methodische Erfahrung mit empirischer Sozialforschung zu sammeln. Und davon haben dann eben die methodisch raffinierteren Studien zur autoritären Persönlichkeit profitiert. Deutlich wird die Vernachlässigung der Familie in der Sekundärliteratur eben auch dadurch, dass sich im Wesentlichen die Sekundärliteratur auf die ersten beiden Beiträge der Studien über Autorität und Familie konzentriert, das heißt auf die beiden Aufsätze von Max Horkheimer und Erich Fromm. Und damit die ganzen, also die Studien über Autorität und Familie haben insgesamt, das ist ein Wälzer von fast 1000 Seiten. Und die Beiträge von Horkheimer und Fromm haben zusammen so was 130 Seiten. Ausgeblendet werden dann in der Sekundärliteratur eben gerade auch die ganzen Beiträge, die sich sehr detailliert aus historischer Perspektive, aus ökonomischer und rechtlicher Sichtweise mit Familie beschäftigen. Und ich denke, das lege ich eben in meiner Doktorarbeit auch genauer dar, dass sich unter anderem dadurch, dass eben in der Sekundärliteratur die Arbeiten zur Familie gar nicht wirklich zur Kenntnis genommen werden, dass die Studien über Autorität und Familie eben nicht als Studien zum Problem, Zusammenhang von Autorität und Familie, sondern primär als Studien zur Autorität gelesen werden, dass sich unter anderem dadurch in die Sekundärliteratur eben die Deutung eingeschlichen hat, dass der autoritäre Charakter aus Sicht der kritischen Theorie etwas ist, was vor allem ein Symptom des Niedergangs des Patriarchats wäre. Wenn man sich die Beiträge zur Familie dagegen genauer anschaut, dann wird deutlich, dass die Geschlechterverhältnisse sich der kritischen Theorie doch einiges komplexer darstellen, als es die einfache These oder Zeitdiagnose vom Niedergang des Patriarchats vermuten lässt. Letztlich wird nämlich deutlich, dass die kritische Theorie eher davon ausgeht, dass ja, patriarchale Geschlechterverhältnisse sind älter als die bürgerliche Gesellschaft, sie sind aber deswegen noch kein Relikt vorbürgerlicher Epochen, sondern was die kritische Theorie in den Studien über Autorität und Familie beschreibt, ist letztlich eine Transformation patriarchaler Geschlechterverhältnisse mit der Entstehung und im Zuge der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft. Anders ausgedrückt, nehmen patriarchale Geschlechterverhältnisse mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft aus Sicht der kritischen Theorie nochmal spezifisch bürgerliche Form an. Und in diesem Sinne werden eben unter anderem die geschlechtliche Arbeitsteilung und die vergeschlechtlichte Sphärentrennung von der kritischen Theorie als zentrale Schützen patriarchaler Autorität in der Familie wie in der Gesellschaft analysiert. Und ich denke, dass vor dem Hintergrund eben dieser Analysen zur Familie dann auch Erich Fromms Konzept des autoritären bzw. sadomasochistischen Charakters, diese beiden Begriffe verwendet Fromm eigentlich recht austauschbar, dass dieses sozialpsychologische Konzept von Fromm eben vor dem Hintergrund der im späteren Teil der Studien über Autorität und Familie dargestellten, zusammengefassten Analysen patriarchaler Geschlechter- und Generationenverhältnisse zu verstehen ist, weil es ist eben gerade kein psychologisierendes Konzept, sondern ein Konzept, was versucht, die Konstitution von Subjektivität eben als gesellschaftlich vermittelt zu verstehen.
Ja, wie versteht aber Fromm jetzt den autoritären Charakter oder was meint er denn damit eigentlich? Fromm, das habe ich ja eingangs schon angedeutet, hat eben die Aufgabe in den 1930er Jahren, ihm kommt am Institut für Sozialforschung eben maßgeblich die Aufgabe zu, eine psychoanalytisch orientierte Sozialpsychologie zu entwickeln. Und aufgrund dieser Orientierung an der Psychoanalyse liegt es eben nahe, dass für Fromms Konzept des autoritären Charakters auch bei Freud ein zentrales Konzept eine wichtige Rolle spielt, und das ist der Oedipus-Komplex. Allerdings, das hat Fromm in früheren Arbeiten schon deutlich gemacht, bei Freud ist das ja so ein bisschen unklar, oder Freud tendiert dazu, den Oedipus-Komplex als eher so ein überhistorisches, übergesellschaftliche Grundstruktur vom psychischen Geschehen zu verstehen. Da nimmt Fromm etwas vor, was man im heutigen Begriff eine historisch-gesellschaftliche Situierung des Oedipus-Komplexes nennen könnte. Das heißt, Fromm betont immer, dass der Oedipus-Komplex uns nur über psychische Strukturen in patriarchalen Gesellschaften Auskunft geben kann und in anderen, unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen eben seine Erklärungskraft fragwürdig ist. Aber die bürgerliche Gesellschaft ist für Fromm eben ganz klar eine patriarchale Gesellschaft, und insofern spricht er dem Oedipus-Komplex eben auch eine wichtige Bedeutung zu für die Entstehung des autoritären Charakters, beziehungsweise greift eben auf diese freudische Figur des Oedipus-Komplexes zurück. Was zeichnet den Oedipus-Komplex jetzt bei Freud und damit auch bei Fromm aus? Also der Oedipus-Komplex ist ja, beschreibt letztlich aus der Perspektive des kleinen Jungen seine Beziehung zum Vater. Und die ist Freud zufolge, und Fromm folgt ihm da, davon gekennzeichnet, dass der kleine Junge ein sexuelles Begehren hat, was der Mutter gilt, der Vater den kleinen Jungen aber dazu zwingt, eben dieses Begehren aufzugeben, weil die Mutter gehört halt nun mal dem Vater so. Und indem der Vater den kleinen Jungen eben zum Triebverzicht nötigt, zur Übernahme eben dieser väterlichen Norm, väterlichen Verbote, entsteht Freud zufolge eben gleichzeitig die psychische Instanz des Über-Ichs. Das heißt, der Junge internalisiert die väterlichen Ver- und Gebote, identifiziert sich mit dem Vater, gibt die Mutter als Liebesobjekt auf und tröstet sich mit dem Gedanken, dass er ja irgendwann so sein wird wie der Vater und dann eben Liebesobjekte wie die Mutter eben eigene Frauen haben wird. So. Für Fromm wichtig ist dabei, um sein Konzept des autoritären Charakters zu verstehen, dass die Gefühlsbeziehung zum Vater eben von einer Ambivalenz gekennzeichnet ist. Auf der einen Seite sind da eben Gefühle von Angst, Neid und Hass, die dem Vater gelten, und auf der anderen Seite Zuneigung und Liebe. Die Übermacht des Vaters führt jetzt Fromm zufolge dazu, dass aber eben diese negativen Gefühle in der Beziehung zum Vater verdrängt werden müssen, abgespalten werden müssen. Der Vater wird verklärt, ihm wird sich unterworfen, das ist die masochistische Komponente von Fromms autoritärem Charakter. Und diese negativen Gefühle, die Aggression, die in der Beziehung zum Vater nicht gelebt werden kann, keinen Raum finden darf, die entlädt sich dann eben in der sadistischen Abreaktion an Personen und Gruppen, die gesellschaftlich als schwächer gebrandmarkt werden. Das ist eben die sadistische Komponente dann von Fromms autoritärem Charakter. Fromm geht dabei davon aus, also er spricht dieser Beziehung zum patriarchalen Vater in lebensgeschichtlicher Hinsicht eine wichtige Rolle für die Entstehung autoritärer Charakterstrukturen zu. Also hier in der Beziehung zum Vater entsteht erstmals diese Dynamik, werden diese Charakterstrukturen erstmals entwickelt. Fromm hat aber schon ein dynamisches Charakterverständnis. Das heißt, er geht davon aus, wenn die Menschen nicht auch später in den Erfahrungen gegenüber gesellschaftlichen Autoritäten, mit denen sie in späteren Lebensphasen in Kontakt treten, nicht immer wieder ähnliche Erfahrungen machen würden wie in der Beziehung zum Vater, nämlich Erfahrungen absoluter
Abhängigkeit letztlich vom Wohlwollen oder auch vom Nichtwohlwollen der Autorität. Wenn die gesellschaftlichen Autoritäten nicht so aufgebaut wären, dann würden sich die sadomasochistischen Charakterstrukturen auch nicht immer wieder befestigen. Aber gerade weil die gesellschaftlichen Autoritätsverhältnisse ähnlich eben sind, dadurch wird letztlich der sadomasochistische Charakter als der dominante, vorherrschende Sozialcharakter der bürgerlichen Gesellschaft hervorgebracht. Er ist also Fromm zufolge nicht die Ausnahme in der bürgerlichen Gesellschaft, sondern der autoritäre Charakter, den man sich auch ganz gut so in diesem Bild des Radfahrers, der nach oben buckelt und nach unten tritt, vorstellen kann. Dieser Charaktertyp ist Fromm zufolge eben die Regel in der bürgerlichen Gesellschaft. Wenn man sich Fromms Konzept nochmal aus einer feministischen Perspektive anschaut, dann stellt man fest, also, dass es überhaupt auf einem relativ hohen Abstraktionsniveau angesiedelt ist. Und eine Sache, von der dabei abstrahiert wird, größtenteils, sind eben auch die Geschlechterverhältnisse. Zwar wird der sadomasochistische Charakter in patriarchalen Familienverhältnissen entwickelt, aber der Vater steht bei Fromm letztlich nur für die erste Autorität, die dem Kind begegnet. Und er steht nicht, was er bei Freud ja schon auch tut, für Männlichkeit. Und diese ganze Frage, findet in der Identifikation mit dem Vater nicht auch eine Identifikation mit Männlichkeit und die Entwicklung von einer Geschlechtsidentität statt? Und wie verhält sich das denn eigentlich dann für das Mädchen? Wie weit kann der Oedipus-Komplex da überhaupt irgendwas erklären? Das sind alles einfach Fragen, die die Fromm sich so gar nicht stellt. Etwas anders ist das dann später in den Studien zur autoritären Persönlichkeit von 1950. Überhaupt bestehen die Studien zur autoritären Persönlichkeit, knüpfen zwar natürlich an die Autoritarismusarbeiten aus den 30er Jahren an, sie haben aber schon etwas andere Schwerpunkte. Ein Unterschied ist der, dass Fromm ja davon ausging, also letztlich hat Fromm sein autoritärer, sein masochistischer Charakter, ist ein theoretisch hergeleitetes Konzept, das ausgeht von der psychoanalytischen Theorie und versucht, die eben fruchtbar zu machen, um Subjektkonstitution in der bürgerlichen Gesellschaft zu verstehen. Und wie gesagt, versteht er den autoritären Charakter als vorherrschenden Sozialcharakter. Demgegenüber nehmen die späteren Studien zur autoritären Persönlichkeit dann nochmal eine Differenzierung vor. Sie sind eigentlich weniger theoretisch und weniger gesellschaftstheoretisch hergeleitet. Das muss man immer zwischen den Zeilen eher so ein bisschen rauslesen, gerade die gesellschaftstheoretische Rückbildung. Sie sind stärker empirisch ausgerichtet und es wird darin unterschieden zwischen den sogenannten Highscorern und den Lowscorern, also denjenigen, die dezidiert ausgeprägte autoritäre Charakterstrukturen entwickeln und die sich vielleicht eher als demokratische Charaktere bezeichnen ließen. Das heißt, da wird die Differenzierung vorgenommen oder dem Umstand Rechnung getragen, dass selbst in so autoritären Gesellschaften wie der bürgerlichen Gesellschaft eben nicht die Menschen notwendig alle autoritäre Charakterstrukturen entwickeln. Ziel der Studien zur autoritären Persönlichkeit war es, das betonen die VerfasserInnen, unter ihnen Theodor W. Adorno, schon sehr früh. Ziel dieser Arbeit war es, das faschistische Potenzial genauer zu bestimmen. Das heißt, es ging ihnen nicht darum, diejenigen Leute zu identifizieren, die sich offen zum Faschismus bekennen oder über eine Organisationsparteizugehörigkeit als FaschistInnen erkennbar sind, was ja ein relativ einfaches Unterfangen ist, sondern sie haben sich die Frage gestellt, naja, wer ist denn anfällig dafür? Und um diese Frage zu beantworten, haben sie eben verschiedene Skalen entwickelt. Es gab eine Skala zur Messung des Antisemitismus, eine zur Messung des Ethnozentrismus und mit einer anderen, dritten Skala wurde gemessen, was sie
Konservatismus in politisch-ökonomischen Fragen genannt haben. Was diese Skalen auszeichnet, ähnlich wie heutige Skalen zur Messung von rechtsextremen Einstellungen, die eben da auch auf die Studien zur autoritären Persönlichkeit letztlich zurückgreifen. Was diese Skalen auszeichnet, ist, dass sie eben jeweils verschiedene Items, Antwortmöglichkeiten und Zustimmung dazu messen. Also sie gehen über Meinungsforschung, die punktuell Einstellungen zu ganz unterschiedlichen Fragen erhebt hinaus. Und die Studien zur autoritären Persönlichkeit gehen aber noch in der zweiten Hinsicht darüber hinaus. Insofern die VerfasserInnen eben auch noch eine vierte Skala entwickelt haben, die in der Regel die berühmteste ist, nämlich die sogenannte Faschismus- oder F-Skala. Mit dieser Skala wollten sie also Antisemitismus, Ethnozentrismus und politisch-ökonomischen Konservatismus bezeichnen die VerfasserInnen auch immer mal wieder als Oberflächenideologien. Also mit diesen drei Skalen wurden die Oberflächenideologien gemessen und was sie mit der Faschismus-Skala nochmal messen wollten, war, inwieweit diese Oberflächenideologien in der Charakterstruktur, in der Persönlichkeitsstruktur der Befragten verankert sind oder nicht. Das heißt, sie gingen davon aus, es gibt unterschiedliche Grade, wie eben zum Beispiel antisemitische oder rassistische Einstellungen. Für manche Subjekte haben sie eine zentralere Rolle, auch in ihrer Persönlichkeit, und bei anderen sind sie äußerlicher. Und daraus unter anderem geben sich dann nochmal Unterschiede, wie wir zum Beispiel, was wir mit politischer Bildung erreichen können oder wie wir dem entgegenwirken. Deswegen müssen wir herausfinden, wie tief verankert in der Persönlichkeit sind diese Oberflächenideologien, um sie bekämpfen zu können. Aus einer feministischen Perspektive steht dabei natürlich erstmal ins Auge, dass keine Skalen konstruiert wurden, um etwa Sexismus oder Homophobie zu messen. Das bedeutet aber nicht, dass Geschlechterverhältnisse keine Rolle gespielt hätten oder nicht berücksichtigt worden wären. Von der Faschismus-Skala gibt es letztlich verschiedene Varianten. Manche Items haben sich als nicht so treffsicher erwiesen. In der ursprünglichen Variante der Faschismus-Skala haben sich 8 von 38, in der zuletzt eingesetzten 5 von 30 Items auf Einstellungen gegenüber Homosexualität, Sexualmoral im weiteren Sinne, Geschlechter, Familienverhältnisse und auch jeweils Erwartungen von Eltern an Kinder, von Kinder an Eltern, sich dafür interessiert. Also entsprechende Einstellungen zu Geschlechterverhältnissen und Sexualität waren bei der Faschismus-Skala wohl durchaus als relevant gesehen. Hinzu kommt, dass die Studien zur autoritären Persönlichkeit eben nicht nur diesen quantitativen Teil, also diese verschiedenen Skalen umfasst haben. Es war nicht nur quantitative ausgerichtete Forschung, sondern mit einzelnen Befragten wurden eben auch noch Interviews geführt, vertieft, und die wurden psychoanalytisch ausgewertet. Und dabei wurde in 2 Kapiteln, die von Else Quechtel-Brunswick verfasst sind, eben auch nochmal sehr dezidiert auf Familienverhältnisse und auf das Thema Sexualität eingegangen. Interessant ist dabei unter anderem, dass Quechtel-Brunswick einen Unterschied zwischen Highscore, also den autoritären Persönlichkeiten, und Lowscore festgestellt hat. Und der Unterschied bezieht sich darauf, dass Highscore, Männer wie Frauen, dazu tendieren, sich sehr stark mit tradierten Normen von Männlichkeit und Weiblichkeit zu identifizieren. Und dass in den Interviews, wie Franklin Brunswick war eben auch Psychoanalytikerin, dass da deutlich wird, gleichzeitig, dass diese Personen, die sich sehr stark an tradierten Männlichkeits- und Weiblichkeitsnormen orientieren, aber durchaus Ambivalenzen haben und es ihnen auch nicht gelingt, in bestimmten Aspekten ihren Idealen gerecht zu werden.
Und dass da aber eine Bewegung feststellbar ist, dass eben Tendenzen, die dem anderen Geschlecht zugeschrieben werden, dass sie an sich selbst so verpönt sind, dass sie ganz rigide verdrängt werden müssen. Und der Unterschied zu den Low-Scorern ist jetzt nicht die Existenz eben dieser Bestrebung, sondern die Umgangsweise, stellt sie fest. Also sie sagt, die auf der Faschismus-Skala niedrig rangieren, die können sich eingestehen, dass sie ihren Idealen in geschlechtlicher Hinsicht nicht in jeder Hinsicht entsprechen und müssen das nicht verdrängen. Und in diesem Zusammenhang fällt dann bei Frederick Brunswick ein sehr interessanter Satz. Sie schreibt nämlich, dass das, was wir eben aus heutiger Sicht als eine rigide Identifikation mit traditionellen Normen von Männlichkeit und Weiblichkeit bezeichnen könnten, das scheint ihr one important source of hidden aggression toward the opposite sex and towards other people generally zu sein. Das heißt, sie macht einen Zusammenhang her zwischen der Rigidität der Identifikation mit Geschlechternormen und mit autoritären Charakterstrukturen. Ja, und damit möchte ich es jetzt erstmal bei den Autoritarismusstudien der kritischen Theorie belassen und übergehen zur Frage, was lässt sich denn mit diesen Arbeiten jetzt noch mit Blick auf unsere heutige Gegenwart anfangen und das speziell eben aus einer feministischen Perspektive. Ich denke, zunächst mal ist klar, dass gerade eine kritische Sozialwissenschaft und ihre Theoreme eben immer auch auf spezifische historisch-gesellschaftliche Kontexte zielt und damit es notwendig Aspekte gibt, die etwas Zeitgebundenes haben und an Erklärungswert verlieren in dem Maße, wie sich eben auch Gesellschaft verändert hat. Und ich denke, mit Blick auf die Autoritarismusstudien der älteren kritischen Theorie ist das zum einen die These, dass patriarchale Familienstrukturen in lebensgeschichtlicher Hinsicht eine zentrale Bedeutung für die Ausbildung autoritärer Charakterstrukturen haben. Ich denke, dafür haben sich speziell seit den 1960er Jahren und den Emanzipationsbewegungen und deren Nachwirkungen, also dafür haben sich einfach die Familienverhältnisse zu sehr verändert im Verhältnis zu den 30er Jahren, als dass wir heutige autoritäre Tendenzen noch auf eine patriarchale Familie zurückführen könnten. Also ich denke, zum einen haben sich familiäre Lebensweisen eben vervielfältigt. Wir haben seit ein paar Jahren auch die rechtliche Möglichkeit, eben auch also Familie ist nicht mehr beschränkt irgendwie auf das heterosexuelle Paar mit Kindern, sondern durch die Ehe für alle, in Anführungszeichen jetzt mal, weil für alle ist ja nicht wirklich, aber durch die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare haben wir auf alle Fälle auch nochmal ganz neue Familienformen, die es so als Familie eben in den 1930er Jahren gar nicht gab. Wir haben, das zeigen Studien der Geschlechterforschung, immer mehr Männer, die Väter werden, wollen eigentlich aktive Väter sein. Das bedeutet natürlich, wie wir auch durch aktuelle Studien zu heterosexuellen Paaren wissen, das bedeutet nicht, dass irgendwie Arbeit tatsächlich 50-50 geteilt wird, Erwerbs- und Sorgearbeit. Aber ich denke, es macht trotzdem einen gravierenden Unterschied. Selbst wenn irgendwie das Gros der Männer eben nur 2 Monate Elternzeit nimmt, sind sie, denke ich, doch präsenter oder auf andere Art und Weise präsent als Väter etwa in den 1930er Jahren. Also kurz zusammengefasst, ich denke, diese These mit den patriarchalen Familienstrukturen als lebensgeschichtlich entscheidend, die hat am Plausibilität ganz deutlich verloren. Ein zweiter Aspekt, der meines Erachtens veraltet ist, ist, dass ich nicht mehr denke, dass das, was Else Frankel-Brunswick
festgestellt hat, nämlich diese starke Identifizierung mit traditionellen Männlichkeits- und Weiblichkeitsnormen. Ich glaube nicht, dass diese heute ein aussagekräftiger Indikator mehr ist, um autoritäre Charaktere zu identifizieren. Denn ich denke, dafür haben sich eben auch Normen von Männlichkeit und Weiblichkeit, ich würde nicht sagen aufgelöst, aber doch sehr stark flexibilisiert. So, dass eben auch diese Überlegung oder Beobachtung von Franklin Brunswick meines Erachtens heute nicht mehr sonderlich plausibel ist. Aber gleichzeitig denke ich, dass in den Autoritarismusstudien der kritischen Theorie schon noch auch heute wichtige Einsichten stecken, an denen es sich lohnt festzuhalten. Eine zentrale Einsicht ist meines Erachtens, dass Autoritarismus eben als ein der bürgerlichen Gesellschaft inhärentes negatives Potenzial verstanden wird. Also autoritäre Entwicklungen sind nichts, was von außen ganz zufällig und relativ unerklärbar über die bürgerliche Gesellschaft hineinbricht, sondern es hat etwas, Autoritarismus ist in den letztlich für die bürgerliche Gesellschaft konstitutiven Über- und Unterordnungsverhältnissen verankert, die immer schon das Potenzial bieten, dass diese einigermaßen versteckten, latenten Über- und Unterordnungsverhältnisse eben eine manifestere Form annehmen. Und als wichtig erachte ich dabei eben auch, dass habe ich jetzt in dem Vortrag noch nicht so wirklich angesprochen, zeige ich aber eben in dem Buch auch nochmal genauer, dass die kritische Theorie da eben nicht, wie manche Varianten des Marxismus, von dem Hauptwiderspruchsdenken ausgeht, sondern dass sie die bürgerliche Gesellschaft wirklich als einen Zusammenhang, einen Komplex verschiedener Ungleichheits- und Herrschaftsverhältnisse versteht, die ineinander greifen. Und in diesem Sinne findet sich bei Fromm in seinem Aufsatz von 1936 auch die Formulierung, dass letztlich der autoritäre Charakter dadurch möglich ist, dass alle Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft in diese Überordnungs- und Unterordnungsverhältnisse eingespannt sind. Selbst die, die vermeintlich ganz oben stehen, haben dann immer noch die Möglichkeit, sich irgendwie als nur Vollzieher, Vollstrecker einer höheren Macht zu fühlen, und auch die, die unten stehen, haben in der Regel eben immer noch jemanden, gegen den sie treten können. So. Das heißt, weil die bürgerliche Gesellschaft eben ein komplexer Zusammenhang verschiedener Ungleichheits- und Herrschaftsverhältnisse ist, lässt sich auch das autoritäre Charaktersyndrom eben nicht nur bestimmten gesellschaftlichen Gruppen zuschreiben. Es lässt sich nicht so klar lokalisieren. Und das ist, denke ich, eine wichtige Einsicht, auch aus einer feministischen Perspektive, weil es im Feminismus, vor allem in der Frauenforschung der 70er Jahre, auch so ein bisschen mal Tendenzen gab, Frauen irgendwie als das bessere Geschlecht, weil sie ja eben in patriarchalen Geschlechterverhältnissen unterdrückt sind, zu idealisieren. Und das lässt sich eben mit der Perspektive der kritischen Theorie so nicht halten. Und gleichzeitig, denke ich, ist es auch eine wichtige Perspektive, auch aus einer feministischen Sicht, weil sie eben ermöglicht, Phänomene wie Sexismus und Homophobie eben nochmal in einem breiteren gesellschaftlichen Kontext zu betrachten. Und das, denke ich, kann dann auch wieder, also muss letztlich auch politische Konsequenzen haben, wie man dem entgegenwirkt, nämlich eben der Suche nach breiteren Bündnissen. Gilt aber natürlich auch umgekehrt. Es ermöglicht eben auch den Zusammenhang von Rassismus, dass das kein isoliertes Problem ist, sondern eben auch mit Sexismus und Homophobie zum Beispiel zusammenhängt. Genau, das ist ein Punkt, an dem mir die kritische Theorie eben weiterhin wichtig scheint. Ein zweiter Punkt ist speziell mit Blick auf die AfD, denke ich, dass die kritische Theorie nochmal zu einem anderen Verständnis beitragen kann, als das, was mir in der breiteren Öffentlichkeit zu dominieren scheint. Dort
ist mein Eindruck nämlich nach wie vor, dass die AfD eher als eine Single-Issue-Bewegung verstanden wird. Also in den Anfängen wurde sie als die Partei der Euroskeptiker beschrieben und dann eben jetzt als die Partei, die gegen eine vermeintliche Islamisierung zu Felde zieht, die für geschlossene Grenzen gegen Migration und gegen Geflüchtete einsteht. So. Demgegenüber werden eben in einer breiteren gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der AfD deren Positionen zu Familie, Sexualität und Geschlechterverhältnissen häufig vernachlässigt. Und wenn man aber die Einsicht der kritischen Theorie ernst nimmt, dass verschiedene Ideologien in Zusammenhang betrachtet werden müssen, dann denke ich, kann man eben die Verteidigung eines heteronormativen Familienbildes, den Antigenderismus der AfD, ihre Agitation gegen die vermeintliche Frühsexualisierung von Kindern, dann muss man eben diese Aspekte des AfD-Programms auch thematisieren und ansprechen. Und man muss sie verstehen als ein genuines Moment der Ideologie der AfD und auch als ihres zunehmenden Radikalisierungsprozesses, als Teil ihrer zunehmenden völkischen Entwicklung. Allerdings würde jetzt bei der AfD oder auch bei Identitären und dergleichen stehen zu bleiben, wäre ja gerade nicht im Sinne der Studie zur autoritären Persönlichkeit, weil deren Ziel war es ja eben nicht nur, sich mit den ausdrücklichen, selbsternannten, sich dazu bekennenden Rechten zu beschäftigen, sondern es ging ja um die Identifikation des autoritären, des faschistischen Potenzials, was nochmal größer ist als der Kreis der Personen, die sich ausdrücklich dazu bekennen. Das heißt, es geht um die Frage, wer ist eigentlich anfällig, auch aus heutiger Perspektive, für Positionen, die sie unter anderem die AfD vertritt. Und ich habe schon gesagt, dass ich denke, dass das, was Dorothy Brunswick die rigide Identifikation mit traditionellen Normen von Männlichkeit und Weiblichkeit, was Dorothy Brunswick beobachtet hat in ihrem empirischen Material der 1940er Jahre, dass das heute nicht mehr aussagekräftig ist mit Blick darauf hin. Aber ich denke, dass ich für die Frage, wie groß ist das autoritäre Potenzial, denn eigentlich der Antigenderismus eine nähere Betrachtung verdient. Ich denke, dass sich am Antigenderismus letztlich eben eine Schnittmenge festmachen lässt, die von ganz rechts außen über die AfD bis ins bürgerliche Feuilleton hineinreicht. So sind eben ja auch in den letzten Jahren in Zeitungen wie der Süddeutschen, der Neuen Zürcher Zeitung, der FAZ, immer wieder antigenderistische Artikel erschienen. Das heißt, diese zeigen letztlich, auch die Konrad-Adenauer-Stiftung hat Anfang 2018 einen Workshop mit klar antigenderistischer Ausrichtung organisiert. Also da sieht man eigentlich auch schon die Schnittmenge eben bis in die Mitte der Gesellschaft, wenn man das mal so sagen will. Was meine ich aber überhaupt mit Antigenderismus? Mit Antigenderismus meine ich einerseits konkret die Angriffe auf die Geschlechterforschung. Letztlich meine ich aber, also als antigenderistisch werden bezeichnet Positionen, die behaupten, dass allein schon Gender als Konzept eine Leugnung von Geschlecht und der Realität von Geschlecht bedeuten würde. Das heißt, was im Antigenderismus stattfindet, ist, dass ein Punkt, und deswegen, also von Gender sprechen, wie im Begriff des Gender Mainstreaming, oder aber in der Bezeichnung als Gender Studies, bedeutet aus antigenderistischer Perspektive immer schon die Existenz von Geschlecht zu leugnen. Das ist die Behauptung, die antigenderistische. Und was da stattfindet, ist aber letztlich, dass ein erkenntnistheoretischer Punkt komplett verfehlt wird. Denn Gender meint ja, wie das meistens mit den Arbeiten von Judith Butler in Zusammenhang gebracht wird, dass Sex ein Teil von Gender ist. Das ist ja ein erkenntnistheoretischer Punkt. Da geht es darum letztlich, dass wir als
gesellschaftliche Wesen, die wir Menschen nun mal sind, keinen unvermittelten Zugang zur Natur und auch nicht zur Natur unseres eigenen Geschlechtskörpers haben. Sondern so, wie wir uns auf unsere Körper beziehen, das ist immer ein historisch vermittelter, historisch-gesellschaftlich vermittelter Bezug auf unsere eigene Natur. Und in diesem Sinne ist eben Zweigeschlechtlichkeit etwas historisch-gesellschaftliches. Also es ist rein erstmal erkenntnistheoretischer Punkt. Der Antigenderismus behauptet aber eben, dass überhaupt die Existenz von natürlichen Geschlechtskörpern geleugnet werden würde. Und klar, dieser Punkt Sex ist Gender nicht vorgängig, sondern Sex, also das, was auch als biologischer Geschlechtskörper bezeichnet wird, oder ich versuche es nochmal anders und hoffe, dass man mir dann besser folgen kann. Diese Vorstellung, dass der natürliche Geschlechtskörper, das, was eben in der Geschlechterforschung auch als Sex bezeichnet wird mit dem englischsprachigen Begriff, dass der natürliche Geschlechtskörper sozusagen das Fundament bildet, auf dem dann kulturelle, gesellschaftliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern, das, was als Gender bezeichnet wird, aufsatteln, sich auf dieser Basis entfalten, dass die aber letztlich körperlich verwurzelt sind. Das ist eine Vorstellung, wie historische Arbeiten der Geschlechterforschung eben auch gezeigt haben, die sich erst mit der bürgerlichen Gesellschaft durchsetzt und die auch was mit der Entstehung der modernen Naturwissenschaften und wie die eben die Religion als Leitwissenschaft abgelöst haben, zusammenhängt. Das heißt, diese ganze Vorstellung, dass Sex das Fundament von Gender ist, die in unserem Alltagsverständnis ja weit verankert ist und die von jemandem wie Judith Butler dann auf den Kopf gestellt wird, indem sie eben darauf verweist, dass wir keinen unvermittelten Zugang zur Natur haben und auch nicht zur Natur unseres Geschlechtskörpers. Dieses Alltagsverständnis wird tatsächlich in den Geschlechterstudien, in den Gender Studies eben umgedreht. Und das ist natürlich etwas, was erstmal auch schwierig zu verstehen ist, weil es komplett gegen unser Alltagsverständnis verstößt. Und ich denke, aber auch in meiner Erfahrung in der Lehre, also habe ich schon festgestellt, ja, das irritiert Studierende erstmal und gleichzeitig leuchtet es ihnen dann aber auch ziemlich schnell ein. Und das bedeutet aber nicht, dass sie in ihrer Argumentation nicht manchmal doch wieder irgendwie mit Natur irgendwie daherkommen, weil es einfach zu eingeschliffen ist in unserem Denken. Aber ich denke, das ist nochmal was ganz anderes als das, was sich in diesen antigenderistischen Angriffen bahnbricht, weil da gibt es ja eine absolute Resistenz dagegen zu erkennen überhaupt, dass es letztlich um einen erkenntnistheoretischen Punkt geht und nicht um eine Leugnung davon, dass, also zu sagen, mein Bezug auf meinen Geschlechtskörper ist historisch-gesellschaftlich vermittelt, bedeutet ja nicht, dass er sich für mich nicht tatsächlich irgendwie auch authentisch so anfühlt oder so. Das streicht ja diese Erfahrung für mich individuell gar nicht durch, aber genau das ist ja das, was der Antigenderismus behauptet, dass eben die Rede von Gender schon überhaupt diese Erfahrung und alles durchstreichen würde. Und ich denke, in dieser Rigidität und Stereotypie, wie einfach dieser Vorwurf immer wieder vorgebracht wird, ohne sich letztlich auf die ganze Argumentation dessen, wogegen man sich ja stemmen will, einzulassen, das macht eben deutlich, dass es sehr stark affektiv verhaftet ist und ist meines Erachtens heute vielleicht eher ein Indiz, ein Indikator, anhand dessen man jetzt mit Blick auf Geschlechterverhältnisse nochmal festmachen kann, inwiefern Leute tendenziell autoritäre Charakterstrukturen ausgebildet haben oder eben für Argumentation zugänglich sind. Und ich denke, dass aber eben sich dem Antigenderismus so dann anzunähern, eben auch aus einer autoritarismus-theoretischen Perspektive, auch nochmal was anderes ist, es erlaubt eben zu erkennen, dass wir es bei Antigenderismus nicht nur oder primär mit einem Angriff auf Geschlechterforschung zu tun haben, was meines Erachtens, meiner Erfahrung nach, manchmal so die Reaktion von KollegInnen ist, die vor allem irgendwie sich selbst als WissenschaftlerInnen ihre eigene Wissenschaft angegriffen
sehen. Sondern diese autoritarismus-theoretische Perspektive bedeutet zu erkennen, ja, Antigenderismus ist ein Angriff auf Geschlechterforschung und auch auf einzelne GeschlechterforscherInnen, die herausgezogen werden, aber eben auch Ausdruck von einer breiteren gesellschaftlichen Formierung, einer autoritären Formierung, und wir müssen ihn eben auch als solchen bekämpfen. So, das erstmal von meiner Seite. Danke für eure Aufmerksamkeit.